Dar în România acum tinerii sunt amatori de... Die meisten Jugendlichen hier ziehen halt andere Rhythmen vor. Ja, dass ich es mal so sage. Und das hier, das war großes Zimmer für 60, ja? 60 Kinder hier. Und dann, so ist das. Warst du hier auch als Kind? Ja, das war mein Zimmer. Aber wenn man zwei, drei Leute, die es auch noch äußern, so erwischt, emotional, dass die da jetzt wirklich was mit nach Hause nehmen, dann ist es doch prima. Und nebenbei diesen schönen Aspekt gemeinsam, alle zusammen musizieren und dann halt noch geile Konzerte geben.